So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von der Millennium Falcon Erweiterung zu Star Wars X-Wing. Das ist ja eigentlich so die Miniatur, auf die alle immer gewartet haben, weil es einfach das Schiff im Star Wars Universum schlechthin ist, ne? Der legendäre Millennium Falcon. Hier in dem Fall ist es sogar eigentlich nur der JT-1300, also so wie das Schiffsmodell heißt. Und man kann ihn auch zum Millennium Falcon machen, man kann es aber auch einfach als ganz normales Schmugglerschiff benutzen. Also es gab ja mehrere Schiffe von der Serie. Und wie man hier sieht, die Miniatur sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Ein ganz nettes Gimmick ist hier diese Radar-Schüssel, die bewegbar ist. Und wenn man sich das Ganze einfach mal ein bisschen detaillierter anguckt, ne, dann man sieht, dass sie schon relativ groß ist. Also auch die Basis ist viermal so groß wie die von irgendwelchen anderen Schiffen. Und ne, hier hinten ist dann der Antrieb, da kann man sich auch noch irgendwie auf Bord mit Geeks einen Aufkleber runterladen und ausdrucken, dass man hier so ein kleines Leuchten drin hat, oder man macht das einfach so noch nachträglich an, und ne, so sieht das gute Stück dann von unten aus. Also wie man sieht, das ist schon einfach ein absoluter Hingucker, ein ziemlich cooles Teil. Ne, hier auch mit der Pilotenkanzel, da sieht man jetzt zwar keine Leute drin, aber es ist schon, macht schon Spaß. Also ich glaube, es gibt manchmal auch Leute, die das Spiel nicht haben und sich trotzdem auf diese Miniatur gekauft haben, weil sie einfach so unfassbar cool ist. Und wer irgendwie X-Wing spielt, der wird sich auf jeden Fall den Millennium Falcon holen müssen, weil es einfach das coolste Schiff überhaupt ist. Und natürlich bekommt man auch noch jede Menge anderes Zeug damit bei. Also wie man hier schon sieht, bei diesen Markern, die man in die Basis reinlegt, da ist noch hier so ein Pfeil drum. Das heißt einfach, dass sie ja eine 360-Grad-Kanone haben. Die sind nicht auf ihren Feuerwinkel vorne beschränkt. Der ist nur für irgendwelche Sekundärwaffen oder so wichtig. Der Millennium Falcon kann einfach in jede Richtung überall hinschießen. Das ist ziemlich, ziemlich cool, weil auch relativ viel aushält. Und dann hat man hier natürlich wieder dieses Manöverrad dabei. Also auch die Übersicht, welche Manöver der kann, sieht man dann hier auf der Rückseite der Anleitung. Ne, wie man sieht, ist so schon relativ wendig dafür, dass er so groß ist. Also er kann auch einen kompletten rechts-links in der 1er Reichweite machen. Es ist nicht super schnell. Also 4 geradeaus ist das Maximum. Kann U-Turn in 4 und 3er Richtung. Also das ist schon ein ganz gutes Schiff, damit kann man schon was anfangen. Und wenn man sich dann mal so die Piloten anschaut, die wir hier haben, ne, dann hat man hier zum einen so das Standardschiff, das ist nur ein 1er Pilot. Schmuggler aus dem Outer Rim. Das ist auch die billigste Variante. Ne? Damit kostet das Schiff gerade mal 27 Punkte. Und so die beiden Fähigkeiten hat das Schiff immer. Und in dem Fall würde man halt noch hier zwei, ich glaube Crewleute sind das, da ausrüsten können. Und ansonsten hat das Schiff dabei, ja, also schon immer noch, ne? Insgesamt quasi 10 Lebenspunkte, davon 4 Schilde, 2 Angriffswürfe, 1 Verteidigung. Das sind jetzt nicht so die weltbesten Werte, aber ne, so ein großes Schiff ist naturgemäß auch einfach schwer zu verteidigen, weil es einfach leicht getroffen werden kann. Dafür hält es eben eine ganze Menge aus, und wenn es irgendwie seine Schilde wieder aufladen kann, ist es natürlich ziemlich cool. Dann gibt es Han Solo, natürlich ein 9er Pilot, also einer mit der besten Piloten, auch dementsprechend teuer, 46 Punkte. Also damit, wenn man den voll ausrüstet mit den ganzen Erweiterungen, die er haben darf, dann wird das schon ein ziemlich teurer Spaß. Also da sollte man auf jeden Fall sich nicht auf 100 Punkte beschränken, sondern vielleicht eher auf 150, damit man mit so großen Schiffen auch coole Flotten aufbauen kann. Und der hat einfach als Fähigkeit, dass man alle Würfel nochmal neu würfeln kann, wenn man angreift. Das heißt, wenn man einen kompletten Fehlschlag hatte, dann kann man versuchen, das nochmal zu verbessern, wobei man halt eben immer alle Würfe neu würfen muss, nicht nur die nicht getroffen haben. Also, aber kann wirklich schon sehr nützlich sein, um so den verpatzten finalen Angriff nochmal richtig gut werden zu lassen. Dann gibt es noch Lando Calrissian, das ist ein 7er Pilot. Wie man sieht, haben also da jetzt bei den besseren Piloten die Named, ne, also der andere Schmuggler aus dem Outer Rim war ja nicht einzigartig, die Piloten jetzt sind alle einzigartig anhand des Punktes davor, und die haben schon deutlich bessere Werte. Also sie können mit 3 Würfen angreifen, haben 8 Leben und ein 5er Schild, insgesamt quasi 13 Lebenspunkte. Das ist schon nicht schlecht. Und als Fähigkeit hat er das, wenn er ein grünes Manöver ausgeführt hat, also in Reichweite 1 darf man dann auswählen, und das darf dann eine Aktion auf der Manöverleiste ausführen. Das ist auch ganz schön cool, wenn man in Gruppenverbänden kämpft. Nicht schlecht. Und dann hat man schließlich noch den mächtigen Chewbacca, auch als Piloten des JT-1300. Und ja, immer wenn der eine Schadenskarte bekommt, also einen kritischen Treffer, dann wird die Karte umgedreht. Also es ist dann nur ein normaler Treffer und sorgt dafür, dass das Schiff intakt bleibt. Da merkt man auch wieder thematisch, dass er ja, ein guter Techniker ist und das Schiff immer gut im Griff hat.
So, dann gibt es noch diverse Karten. Also es geht los mit dem Titel. Ne? Man kann dem Schiff einfach für einen Punkt den Titel Millennium Falke geben. Dann bekommt es noch so ein Ausweichensymbol auf seine Karte hinzu. Dann bei den ja, Schiffsausbaukarten gibt es einfach ein verbessertes Triebwerk. Wenn man das hier wählt, dann, das gibt es zweimal, kostet 4 Punkte, dann bekommt die Symbolleiste des Schiffes so ein Schubsymbol. Ne, und Schub heißt einfach, dass man, wenn man diese Aktion wählt, dann darf man danach ein Einser-Manöver geradeaus, rechts, links ausführen und quasi das Schiff nochmal ein Feld vorbewegen, was natürlich beim Schiff mit so einer großen Basis schon ein ganzes Stück ist. Also dann bekommt man nochmal gut voran. Ist natürlich eine Aktion, die man machen kann, aber sorgt halt dafür, dass die ja, Manövrierfähigkeit und Reichweite des Schiffes nochmal deutlich größer wird. Und das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Investition, wie ich finde. Und dann gibt es ja sonst noch an Karten ja noch die verbesserten Schilde. Damit würde man Schild wieder nochmal im 1 steigern. Also damit kann man das Schiff schon ganz schön pimpen, wird natürlich teuer dann punktemäßig. Dann bei den Crewleuten gibt es einfach einmal hier so einen Waffentechniker. Der macht einfach, dass man immer zwei Schiffe in Zielerfassung nehmen darf und auch zwei Schiffe in Zielerfassung haben darf. Also ne, man muss dann nicht irgendwie einen ablegen oder so. Man kann Chewbacca auch als Crewmember benutzen. Das geht natürlich nicht, wenn er Pilot ist. Und dann darf man, wenn man Schadenskarten bekommt, darf man die ablegen und ein Schild wieder aufladen. Und ja, das macht er aber nur einmal und danach ist er weg. Also da muss man gucken, ob das einem das wert ist oder nicht. Hier der Nien Nump, den dürfen auch nur die Rebellen benutzen und da darf man einfach alle Geradeausmanöver wie grüne Manöver behandeln. Oh, schon nicht so schlecht. Und dann gibt es noch den ja, Luke Skywalker. Luke Skywalker kann einfach, nachdem er einen Angriff durchgeführt hat, noch einen weiteren Angriff mit der Primärwaffe durchführen und dabei noch alle Augen in Treffer verwandeln. Man darf den zwar nicht nochmal angreifen in dieser Runde, aber das ist schon eine ziemlich, ziemlich krasse Fähigkeit. Darum sind 7 Punkte auch ganz ordentlich dafür. Also das ist ja fast so viel wie ein halber TIE Fighter. Schon eine krasse Fähigkeit. Ne? Der gute Luke halt, ein bisschen Imba. Ja, und dann gibt es noch hier Angriffswaffen. Also Waffenverbesserung, einfach so klassisch Angriffsraketen. Da kann man dann mit 4 Würfen in 2 bis 3 Reichweite ballern. Das ist schon richtig fett. Muss man natürlich in der Zielerfassung haben, das Schiff. Und danach kommt die Karte auch ab, auch weg. Genau, diese Karte ablegen. Aber damit kann man halt einmal ordentlich Bumm machen. Das ist schon nicht schlecht. Und dann gibt es noch die Erschütterungsraketen. Ich glaube, die gab es auch schon in anderen Erweiterungen. Die sind jetzt nicht so super neu. Und auch die anderen Karten, die es hier noch gibt. Die sind größtenteils, glaube ich, auch schon bekannt. Also mit den Veteraneninstinkten steigt der Pilotenwert um 2. Das heißt, man kann aus Han Solo zum Beispiel einfach eine 11 machen. Oder jetzt auch eine Karte, die hier sehr spezifisch ist, einfach das Feuer auf sich ziehen. Da darf man ja quasi freundliche Schiffe in eine Reichweite nehmen. Und wenn das durch einen Angriff getroffen wird, dann kann man selbst also einen Schaden davon auf sich ziehen, das ist auch ganz cool und schwer zu treffen natürlich. Man kann dann, wenn man verteidigt, auch einfach einen Stressmarker nehmen, um irgendeinen der Angriffswürfel zu wählen, der dann nochmal neu gewürfelt werden muss. Kann man nicht machen, wenn man schon einen Stressmarker hat, aber damit kann man halt auch nochmal Schaden von sich abwenden. Und ja, somit ja, hat man halt viele, viele Möglichkeiten, sein Schiff individuell aufzubauen und auch rauszufinden, was jetzt für einen selbst das Beste ist. Wie man hier oben sieht, gibt es noch neue Marker. Diese Containermarker, die auch ja, Docks haben, wo man dann hier diese Navigationsleisten anlegen kann. Also die können sich auch bewegen. Und die sind im Prinzip nur wichtig, wenn man das Szenario spielt. Also hier in der Anleitung ist jetzt auch noch Mission Nummer 3 drin. Also es gibt ja, ich habe auch durchaus Leute, die dieses Spiel auch sehr gerne mögen, aber dieses blöde einfach nur rumfliegen und sich abballern ein bisschen doof finden, die dann halt gerne solche Missionen spielen und gerne irgendwie ein Ziel haben, dass sie halt auch irgendwie eine Story dahinter haben, wissen, ah, hier, wir machen gerade das und das und deswegen versuchen wir jetzt das und das zu erreichen. Und deswegen finde ich es auch schön, dass hier noch Missionen bei sind. Ich finde, die könnten noch mal eine Erweiterung oder so ein kleines Heft oder so ein Ausdruck rausbringen, wo viele, viele andere Erweiterungen drin sind. Und ja, hier hat man einfach die Mission, dass man quasi diese Container einsammeln muss. Das Imperium kann die eskortieren, da können sie sich über das Spielfeld bewegen. Und wenn die irgendwann mal das Spielfeld verlassen haben, hat das Imperium gewonnen. Wenn die Allianz es geschafft hat, 2 Container einzusammeln, dann hat die Allianz gewonnen. Das ist eine sehr nette Mission. Und jetzt sind doch schon wieder 10 Minuten rum. Ich dachte, das wird ein bisschen schneller gegangen sein. Aber so habt ihr mal einen Überblick bekommen, was hier alles drin ist. Und zum Abschluss gucken wir uns jetzt vielleicht nochmal den Millennium Falcon an, der einfach super, super schön ist. Und ich hoffe, es war hilfreich für euch. Viel Spaß mit dem Millennium Falcon. Bye, bye.